Wer sich bei der Erstimpfung für das Vakzin Janssen von Johnson & Johnson entschieden hatte, konnte seit Beginn der Impfkampagne die Grundimmunisierung gegen das Coronavirus mit nur einer Impfung erlangen. Diese Regel gilt nur nach der Änderung der sogenannten Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung durch die Bundesregierung nicht mehr. Künftig braucht man für eine komplette Grundimmunisierung, bei der die Erstimpfung mit Janssen von Johnson & Johnson erfolgte, eine zweite Impfung. Die zweite Impfung im Abstand von 4 Wochen nach der Impfung mit Janssen sollte dabei am besten ein mRNA-Impfstoff sein, empfiehlt die Ständige Impfkommission. Nach einer weiteren, der dritten Impfung, gelte man dann als geboostert, sagt ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums. Mit der Auffrischungsimpfung fällt dann auch die Testpflicht in allen Einrichtungen mit der 2G+-Regel weg. Mit der neuen Regelung kommt der Bund auch der Empfehlung der Ständigen Impfkommission in dieser Sache nach. Eine einzelne Dosis des Impfstoffs von Johnson & Johnson ist aus Sicht der STIKO als Grundimmunisierung nicht ausreichend, da der Impfstoff im Vergleich mit anderen Vakzinen eine geringere Schutzwirkung gegen Virusvarianten hat. Die STIKO empfiehlt deshalb schon seit längerem, 4 Wochen nach der Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. In der Praxis hatte die Frage, wann mit Johnson & Johnson Geimpfte als geboostert gelten, immer wieder für Verwirrung gesorgt. Apps wie die CovPass-App oder die Corona-Warn-App hatten teilweise nach einer Dosis Janssen und einer Auffrischungsimpfung bereits den Status 3 von 3 Impfungen angezeigt. Die Betroffenen wären damit all jenen gleichgestellt gewesen, die 3 Impfungen eines anderen Herstellers erhalten hatten. In anderen Fällen wurde bei Personen, die einmal mit Johnson & Johnson geimpft und geboostert waren, lediglich der Status 2 von 2 angezeigt. Die Betroffenen hätten aufgrund ihres fehlerhaft angezeigten Impfstatus in der App zusätzlich zur aufgefrischten Impfung einen Schnelltest vorlegen müssen.